2. Eine Handvoll Würdenträger am Werk, dann ist sie offiziell eröffnet. Die erste chinesische Handelskammer in Europa. Dass sie in Berlin, im Land des wichtigsten europäischen Handelspartners, liegt, für die Bundesregierung ein bedeutendes Signal. Ich glaube, dass die chinesische Handelskammer viel dazu beitragen kann, vielleicht auch die eine oder andere Sorge wegzunehmen durch Transparenz, durch Informationen. Manchen ist China immer noch ein fremdes Land, aber es ist einer unserer wichtigsten Partner. Tatsächlich ist Deutschland für chinesische Unternehmen so attraktiv wie noch nie. Der Nähmaschinenhersteller Pfaff ist nur eine von 20 deutschen Firmen, die im vergangenen Jahr chinesische Besitzer bekommen haben. Die wiederum brauchen bei ihren häufiger werdenden Auslandsengagements mehr Unterstützung. Wenn wir ein neues Produkt einführen wollen, brauchen wir Beratung, zum Beispiel über die örtlichen Gesetze. Wie müssen wir uns verhalten? Können wir alles so machen wie geplant? Darum geht es. Immerhin, 100 chinesische Firmen sind schon Mitglieder bei ihrer neuen europäischen Interessensvertretung. Ganz besonders erhofft sich die Bundesregierung durch die neue Handelskammer mehr chinesische Investitionen in Deutschland. Denn die belaufen sich bislang nur auf rund 5% von dem, was deutsche Unternehmen in China investieren.